Ja, Mahlzeit, Freundin, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und auch dieser Vlog beginnt schon wieder mit Futtern. Ich bereite schon wieder ein Raclette vor. Es kommen heute wieder Gäste und das ganze Kleinschneiden von Champignons, Zwiebeln und dem ganzen Gemüse wird natürlich erledigt mit so einem Scherbo-Koch-Küchenmesser. Und ich muss sagen, die Dinger sind echt der Hammer. Seit wir die haben, sind die wirklich jeden Tag mehrmals im Einsatz. Und erst vor kurzem haben wir angefangen, die ab und zu mal kurz über den Stahl zu ziehen. Aber hier der Elmex lässt sich sofort wieder aufrichten. Und das ist wirklich ein fantastisches Küchenmesser. Das große wie das mittlere und das kleine. Aber am liebsten arbeite ich mit dem großen hier. Und das hat wirklich schon unzählige Arbeitsstunden hier in der Küche hinter sich gebracht. Ein Ja, hallo Top-Werkzeug. Freunde und schöne Weihnachten euch allen da draußen aus dem verschneiten, frostigen Furtwangen im Schwarzwald. Lasst es euch gut gehen mit der Familie, tut lecker essen, trefft euch mit Freunden und Bekannten und habt eine gute Zeit. Weihnachten wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nach, Raclette essen. Es schmeckt jetzt schon ein bisschen. Da schau einer an. Gevatter Isegrim ist zurück im Bregtal. Fürnbach ist keine 10 Kilometer von mir hier. Interessant. Schönes Tier. Ich merke es, wenn ich im Urlaub bin, wird nur gefuttert. Bruder hat eine kleine Weihnachtsplatte vorbereitet. Nicht schlecht, Herr Specht. Also ein bisschen die Scheiben aufarbeiten. Hier wieder so eine vom JD Leather Customs. Einfach immer mit ein bisschen Uhu Flex Clean. Ziehe ich immer einmal eine Spur über die Nähte. Einmal drüber streichen. Dann sind die versiegelt und halten eigentlich ewig. Können da noch nie aufgehen. Man sieht es hier oben, franzt sie schon ein bisschen aus, aber alles ein bisschen verkleben. Und dann hält es. Oh, wir sind schon wieder im Bad beim Essen. Wir sind im Urlaub irgendwie unsere Freizeitbeschäftigung. Oh, gell? Erik mit kleinem Steak, jawohl. Und Maria. Ja, vorbei und hoffentlich wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt bei der Korposch. Jetzt werden wir die ganzen restlichen Weihnachts-Giveaway-Sendungen zur Post bringen. 10 Stück an der Zahl noch. Und hoffen wir, dass alles gut ankommt. Und mal schön noch dran. Das alte Multitool, das ich mal geschenkt gekriegt habe. Immer im Einsatz, wenn ich mir sage, das meistgenutzte Multitool aller Zeiten. Und warum? Wenn man es dabei hat, wenn man es braucht. Nicht, weil es das Beste ist, sondern weil es hier am Rucksack hängt und dadurch hat es wirklich die meiste Einsatzzeit für die meisten Aufgaben, wo ich mal ein Werkzeug brauche. Geht doch zu. Geht doch nichts bei den guten alten Sparrow 30. Ich liebe diesen Rucksack. Der wird mich nicht mehr verlassen, bis er auseinanderfällt. Ja, gut, wenn man Optionen hat. Das da hier ist ja die Kydex fürs Manly. Das ist die Wangerscheide fürs Manly. Und hier hatte ich ja noch die etwas höher sitzende Steckscheide vom JD. Aber es ist natürlich schön eng am Körper. Ich muss mal neben der Kamera gucken. Schön eng am Körper und hoch sitzt. Das ist natürlich die Kydex, auch wenn hier das Walnussholz nicht so gut dazu passt. Aber zum Tragen schön optimal. Cooles Messer. Lisa. Ja, wir haben Lisa zu Weihnachten bekommen von uns. So eine kleine Bluetooth-GBL-Box. Und gar nicht so schlecht. Mit kann man hier über USB aufladen und über Kopfhörer anschließen. Hat ein Dings drin, einen Akku. Und guck mal, ist natürlich mobil. Und hat natürlich einen richtig coolen Sound. Gut, da kann man nicht viel laufen lassen, weil das hier sonst gleich wieder die Amazon zuschlägt. Ne? Aber ist cool. Und du kannst natürlich auch als Lautsprecher beim Telefonieren verwenden, gell? Machen wir Play. Die Feiertage sind vorbei und die Sigi war schon wieder da und die Postorgie geht weiter. Ja, sieht so aus, wie wenn sie wieder ihre Berge abgearbeitet kriege. Nachschub. Angenehme Teil. Kaffee. Ein Plätzchen. Und Post auspacken. Und aus dem Grund liegt hier auch die große Lederscheide von JT. Aus Arizona, weil die bekommt jetzt eine neue Füllung. Das ist hier in einem Riesenpaket und passt hoffentlich da rein. Die Schachtel in der Messerszene. Aber bei den Essis muss man aufpassen, denn da gibt es verschiedene Ausführungen. Die
Die ganzen Modelle kann man nämlich auch ohne mitgelieferte Scheide kaufen. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Modell, 6er, Mikata-Händel, aber ohne Scheide. Wieso kaufe ich sowas? Ganz einfach. Erstens habe ich eine coole und zweitens war das hier in einem super Sonderangebotsausverkauf zu bekommen. Da wahrscheinlich kaum jemand so ein Ding kauft ohne Scheide, darum liegen die wahrscheinlich wie Blei in den Regalen. Darum habe ich das jetzt recht günstig schießen können und ich hoffe, dass mir hier diese JD-Scheide hier super passt. Aber weiter geht's mit weiter auspacken. Das sind wie diese russischen Holzbocken hier. Nach einer Kiste kommt die nächste Kiste. Survival-Anweisungen hier unter drauf. Vor allem, wenn man den Karton dabei hat. Wenn man typische Zubehör, ein paar Sticker. Die Essi-Überlebenskarte, jawohl. Und das ist dann hier immer nochmal schön eingeschweißt. Das werden wir jetzt auch nochmal aufmachen. Ich habe jetzt gerade leider keinen Stativkopf, wo ich das Handy dran klemmen könnte. Darum muss ich mir also stückweise filmen. Ja, so kommen die dann ohne passende Scheide. Nur praktisch, wenn man schon eine dafür hat. Ein schönes Messer. Mein kleines, ein großes. Mehr habe ich nicht mehr. Ja. Schön. Ja, was ist das? Graues Mikata. Rote Liner drunter. Tolle Handlage. Und das sind dann auch diese großen Messer. Da hat man ja immer genug Schneide zur Verfügung. Da ist natürlich auch ein Fingerchoil dann schön praktisch für feinere Geschichten. Und natürlich verliert man da ein bisschen Schneide, aber man hat ja genug Rest. Das ist dann eher schlimm an so einem kleinen Messer, wenn sie dann hier einen riesigen Fingerchoil anbauen würden. Bei so einem großen ist das ja schon sinnvoll und praktisch. SE6 1095er Kohlenstoffstahl. Unzerstörbar. Die Dinger kannst du nicht abbrechen. Die biegen und biegen sich aber wieder zurück. Der Stahl ist richtig elastisch, wird nicht zu stark gehärtet. Der ist nur so... Was geben sie es an? 55 bis 57, also sagen wir mal 56 HRC. Pulverbeschichtet, Rowan Design. Ja. Groß genug Klinge. So, jetzt aber die Frage aller Fragen. Geht es jetzt einhändig hier? Passt das rein mit dem großen Griff? Ja, perfekt, perfekt. Das sind einfach gute Universalscheiden, da passt alles rein, bis zu 7 Inch Klinge. Da hatte ich auch schon das große K-Bar, 7 Inch K-Bar drin. Das ist ja wirklich ein Griff mit sehr viel Volumen hat, da passt der perfekt rein. Es ist schön tief, klasse. Ja, so lohnt sich dann das, wenn man die ohne Scheide kauft in einem guten, günstigen, nachweihnachtlichen Sonderangebotspreis. Ja, geiles Teil. Ganz am Anfang habe ich mal ein SE6 ausgeliehen gehabt und hat mir eigentlich immer gut gefallen. Die Messer, schöner Griff, schöne Handlage, guter Fingerchoil, sicher. Hinten wie vorne, hinten guckt ein Stück raus. Guter, einfacher Stahl, kriegt man wieder schön scharf, verzeiht einem einfach alles. SE6, es ist einfach ein Klassiker. Nachdem ich das Cold Steel ja nur ganz kurz hatte, das ist jetzt beim Flo. Es ist cool hier. Klein EDC. Groß für draußen. Sehr schön. Tolle Messer. Ja, kaum ist Weihnachten rum, kommt der Winter. Boah, und wie kalt. Das war alles heute Nacht nur. So, mindestens 10, 15 cm hier. Viel Spaß beim Auto ausbuddeln. Alles nur heute Nacht. Also da gerade der Bagger richtig zum Schaufeln. Naja, das ist Schwarzwald. Ich bin gekommen, von dem ich jetzt gar nicht weiß, um was es hier geht. Darum habe ich gedacht, filme ich das mal so als kleines Dankeschön-Unboxing, was immer da auch drin ist. Mal schauen, ob es überhaupt kameratauglich ist. Wow, jetzt bin ich aber geflasht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen nennen darf oder sowas. Du hast nichts dazu geschrieben, deshalb bleiben wir einfach nur bei meinem Vornamen. Der liebe Ralf hat mir hier so einen Lightmeter geschickt zum Lichtmessen. Und das ist natürlich was super Cooles, um hier vielleicht mal ein bisschen Vergleichswerte bei den Taschenlampen zu haben. Wenn ich mir da einen Aufbau überlege, dass ich dann immer aus der gleichen Entfernung und Einstellung
Ah, die Lampenmess, selbst wenn es nicht ganz genau ist oder nicht immer genau passt oder vielleicht keinem Messverfahren entspricht, habe ich aber so natürlich die Möglichkeit, untereinander die Lampen immer wieder zu vergleichen und dann zu sehen, wie so eben die Stärken wirklich sind. Denn was zum Teil so auf diesen Zettel, Beipackzettel oder Internetseiten zu lesen ist, kann stimmen, kann aber auch nicht stimmen. Und da so ein bisschen mal gegen zu messen, ist das natürlich ultra genial. Wow, Ralf, da machst du mir natürlich mit ein Wahnsinnsgefallen. Das ist ja wirklich der absolute Hammer. Cool, da muss ich da mal lesen, wie das funktioniert. Und da habe ich natürlich gleich mal eine Lampe zum Ausprobieren. Cooles Edelstahllämpchen, ne, massiv Edelstahl. Aber Informationen drüber, alles ein bisschen schwach, ne? Aber da kann man natürlich jetzt mal eine super Messung machen und das mal als mit anderen. Hey Ralf, das ist ja der absolute Hammer. Das ist ja geil. Da werde ich dann mal mit allen Lampen, die ich momentan noch habe, kann man mal ausprobieren. Aber zuerst muss ich mir einen sinnvollen Aufbau ausdenken, der dann auch jederzeit wieder aufbau- und reproduzierbar ist, damit wir auch Vergleichswerte haben. Ah, das ist ja der Hammer. Mann, das ist jetzt aber, das muss ich sagen, jetzt nach Weihnachten am 28. ist das ja wirklich noch das absolute Hammer-Weihnachtspräsent hinterher. Ah, da freue ich mich jetzt aber echt tierisch drüber, du. Super, du. Absoluter Hammer. Ich konnte meinen Ausrüstungskoffer heute um einen Luxmeter erweitern, richtig gutes. Bin schon den ganzen Nachmittag und Abend am Spielen, am Videos aufnehmen und an Taschenlampen testen und habe da bei einer Lampe doch eine ganz interessante Testergebnis rausbekommen bei der bei der A1S Batonda, die kleine Standardlampe, die auf den Originalherstellerseite im Turbo-Modus mit einem starken Akku mit 600 Lumen angegeben wird, den kann ich ums Verrecken nicht erreichen. Da ist bei 367 Schluss, trotz 14.500er Akku. Komisch, ne? Aber kriegt man erstmal raus, wenn man hier solche Messungen anschaut. Na Freunde, ist das nicht heute ein schöner Wochenabschluss? Es blendet so, ich sehe zwar gerade gar nicht, was ich filme, aber wird schon alles drauf sein. Wunderschöne Winterlandschaft hier oben. Hat wunderbar geschneit, war kalt. Klasse Sache. Schön. Käffchen. Grüße gehen raus an Kaffee Chaos Uwe und an Carlos. Muss immer sein, gell? Bei seinem Käffchen.